So, jetzt hätten sie hier eine Abfahrt und eine Auffahrt wollen sie auch haben. Ich glaube, ich müsste es mehr machen wie hier. Das hier ist ein bisschen schöner, oder? Jetzt haben sie hier eine Abfahrt, wenn ich jetzt hier die Auffahrt mache? Ja, wie soll das hier funktionieren? Das funktioniert nicht richtig. Ach. Ich bin heute aber auch leicht verwirrt. So, eins Ebene nach oben. So. Das war ein bisschen Käse hier. So, da hätten wir eine Auffahrt und jetzt brauchen wir hier noch eine Abfahrt, die am besten hier kommt, oder? So, eine hier. Die muss natürlich auch wieder hoch. Hä? So ging's gerade. Ah, das ist nicht das Optimum vom Ei. So eine könnten wir hier machen. Sieht zwar ein bisschen anders aus. So. Und dann lassen wir es hier runtergehen. Jawohl, so, die funktioniert doch. Die sieht doch gar nicht so schlecht aus. Fahren sie hier ringsrum und hier ab. Und dann können sie auch hier die Autobahn aus- und auffahrten nehmen und direkt ins Wohngebiet stoßen. Sehr schön. Schauen Sie mal, Grundstück steht zum Verkauf. Ja, ja. Brauche ich doch jetzt aber nicht. So, dann haben wir hier immer schön viel mit der Autobahn verbunden. Das ist doch nice. Dann können hier noch mehr Wohngebiete entstehen. Oh, wir brauchen mehr. Sehr hohe Nachfrage nach Industrie- oder Bürogebieten. Aber woher weiß ich jetzt, was wir brauchen? Bürger mit Abschluss 90%. Ich glaube, wir brauchen weniger normale Industrie, ne? Also mehr Bürogebiete, nehme ich an. Brauchen wir jetzt? Das werden wir ja gleich sehen, wenn ich einfach mal hier ein bisschen was von der Industrie wegnehme, also von der normalen, kleinen Industrie. Und wenn wir dafür halt mehr Bürogebiete hinmachen, werden wir sehen, was dann passiert. Aber ich denke mal, die werden glücklich sein über die Entscheidung. Also die Nachfrage wieder senken. So. Jetzt müsste die Nachfrage doch gleich sinken. Sieht mir zumindest danach aus. Auch hier diese Gebiete könnten wir mal... Ah, das ist doch blöd, wenn das da so kleine Industrie ist. Hm. Es sinkt aber auf jeden Fall das Bedürfnis nach Industriebürogebieten. Man muss halt nur immer schauen, wirklich, was braucht man jetzt. Dadurch, dass wir so viele gebildete Menschen haben und dann eine schlaue Stadt, nicht wahr? Brauchen wir auch viel Bürogebiete. Mehr Bürogebiete als alles andere. Beziehungsweise, ja doch, Bürogebiete war schon passend. Das Wort zum Sonntag. So, da können wir hier hinten so ein bisschen die kleinere Industrie. Lass uns ja erstmal die Bürogebiete hierher stellen. Auch hier hinten könnten wir alles Bürogebiete machen eigentlich. Das wäre vielleicht geiler. So, dann nehme ich mal hier das Ding. Da kann ich schneller deallokieren. Weil es hier so im Bogen geht. So. Hier auch. Komm, das kommt mal komplett weg hier. Das brauchen wir alles gar nicht. So,
So, und dann machen wir da noch das Bürogebiet Rondell hin. Wenn man so will. So, sieht doch schon viel schicker aus, oder? Und jetzt können wir das alles schön mit Bürogebieten füllen. Töff, töff, töff. So, und dann entstehen hier ordentliche Gebiete. Ordentliche Büroarbeit, ja. So. Das sieht doch schon ganz anders aus. Auch hier auf der Straße wollen Büros arbeiten. Mit dem Ausblick zur Autobahn. So, und schon sinkt die Nachfrage erheblich nach neuen Gebieten, weil wir halt so viele gebildete Menschen haben, ja. Das ist natürlich ganz klar, dass die da ganz andere Bedürfnisse haben, wie ungebildete Menschen. So, hätten wir das hier gekoppelt, hier hätten wir gekoppelt, hier hätten wir Solargebiete hingezaubert, hier soll irgendwann der Hafen hin, wobei ich noch nicht weiß, warum sich der Hafen da nicht bauen lässt. Es ist wieder mal merkwürdig. Ja, da könnt ihr bestimmt Tipps geben. Was sagt eigentlich die Müllabfuhr, weil ich hier einen Mülleimer sehe? Mülldeponie Auslastung 54%, Müllverbrennungsstatus, Müllproduktion 279.100. Ja, wir haben eigentlich genug. Wir haben genug, die sich um Müll kümmern. Wir sollten bloß mal die Buslinien erneuern, damit da hinten auch die ganzen Gebiete abgedeckt sind. Und ich weiß nicht, ob man noch einen Transportdienstleister braucht. Müssen wir noch ein Busdepot irgendwo hinbauen? Schreibt dazu auch mal bitte was in die Kommentare. Das ist so kelle Fragestunde. So, zum einen möchte ich wissen, wie das mit dem Hafen funktioniert. Zum anderen, ob wir mehrere Buslinien brauchen, also Busdepots. Oder ob es reicht, wenn wir mit dem einen verschiedene Linien zimmern, sozusagen. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das eine Busdepot da reicht. So, aber jetzt wächst die Einwohnerzahl wieder erheblicher. Das ist gut, das ist sehr gut. Was haben wir eigentlich für Richtlinien? Was können wir noch für Richtlinien machen? Stromverbrauch, Wasserverbrauch. Halbieren Sie durch die Installation von Wasserzellengebäuden die Duschzeiten Ihrer Bürger und zeigen Sie ihnen den Weg zu einem bewussten Wasserverbrauch. Verringert Wasserverbrauch moderat. Unterhalt 5 pro Gebäude. Okay. Steuerung. Steuererhöhung für dicht besiedelte Wohngebiete um 2% für gering besiedelte Wohngebiete. Wo sollten wir die Steuern anheben? Was sind denn da so eure Tipps? Kleinunternehmer-Enthusiast. Vergünstigung für Groß- und Gebäude in dicht besiedelten Gewerbegebieten verdoppeln ihre Verkäufe. Hightech-Wohnhäuser. Verwandelt Wohnen ist ein viel angesagteres Smart Home. Es wird den Bodenrichter um sie herum erhöht. Erhöht den Bodenrichter etwas. Unterhalt. Hochhaus verboten. Das ist eigentlich nicht so gut. Industrieflächenplanung. Puh, Rauchverbot. Gesünder Lebensstil. Erhöht die Bürgergesundheit etwas. Verringert die Bürgerzufriedenheit. Naja, das ist nicht so gut. Parks und Freizeitmöglichkeiten. Sorgen Sie dafür, dass es plötzlich neidisch ist. Erhöht den Bodenrichter und Parks. Erhöht das Dekorationsbudget um 20%. Bildungsschub, Freizeitnutzung, erhöht Steuereinnahmen etwas, erhöht Tourismuseinnahmen moderat, verringert die Kriminalitätsrate etwas und erhöht das Polizeibudget um 15%. Die legale Freizeitverwendung kontrollierter Substanzen lockt noch mehr Touristen an, erfordert im Gebiet aber erhöhte Polizeipräsenz. Ja, Freizeitnutzung, wollen wir das mal erhöhen? Oder Wasserverbrauch, erstmal sowas hier. Natürlich die Frage, was kosten uns denn die Pumpen zum Beispiel? Können wir da was sparen? Wir haben zum Beispiel hier eine Pumpe. Die kostet uns 240 pro Woche. Und so ein Abwasserding kostet uns 640 pro Woche. Ich meine, davon können wir doch immer jederzeit was Neues bauen. Dafür muss ich jetzt keine Richtlinie. Sollen sie halt ein bisschen verschwenden, das Wasser. Ich würde sagen, wir machen hier die Freizeitnutzung mal an. Mal gucken, was das an unserem Budget macht. 12.177 haben wir bis jetzt. Erhöht Steuereinnahmen etwas. Erhöht Tourismuseinnahmen moderat. Verringert die Kriminalitätsrate. Und erhöht das Polizeibudget um 15%. Hört sich doch eigentlich ganz cool an, so die Freizeitnutzung.
Steuerung, Stadtplanung. Kostenloser Nahverkehr. Boah, erhält Nahverkehrsbenutzern. Keine Einnahmen durch Ticketverkäufe. Das ist natürlich schlecht. Bildungsschub. Erhöht das Bildungsbudget um 25% priorisiert bei jungen Erwachsenen Bildung über Arbeit. Also könnten wir wahrlich eine Hightech-Stadt errichten, fast. Parks und Freizeitmöglichkeiten. Erhöht das Dekorationsbudget. Gebäude in dicht besiedelten Gewerbegebieten. Das sind doch die Bürogebiete, ne? Ne, die da. Dicht besiedelte Gewerbegebiete. Okay. Verdoppeln ihre Verkäufe unterhalb in dicht besiedelten Gewerbegebieten. Kleinunternehmer, das ist verdoppelt ihre Industrieflächenland ermöglicht der Industrie durch Nichtbeachtung einiger Sicherheitsregeln noch effizienter zu arbeiten. Verdoppelt die von Industriegebieten Waren unter 6 pro. Boah. Sollen wir die Hightech-Wohnhäuser machen? Habe ich dafür genügend Kohle? 5, 4 pro Wohngebäude. Das ist schon viel. Ich würde sagen, ich mache erstmal Großunternehmer-Wohltäter. Das machen wir mal an. 12.700 haben wir, 13.900. Der Gewinn hat sich natürlich verdoppelt. 15.000. Dicht besiedelten Gewerbe gehen. 16.000, das steigt, das steigt. Verdoppeln die unterhalb 2 in gering besiedelten Gewerbegebieten. Das könnten wir auch mal anmachen hier. Kleinunternehmer-Enthusiast. 18.000. Oh, guck mal, wie unsere Einnahmen steigen hier. Das ist ja übel. 22.000, 24.000. Boah, 25.000. Jawoll. 27.000. 28.900 verdienen wir jetzt die Woche. 30.000. Alter Schwede, wir werden reich. Stadtplanung war schon cool. Industrieflächenplanung. Ermöglicht die Industrie durch Nichtbeachtung verdoppeln von Industriegebieten. Naja, ich würde sagen, jetzt könnten wir hier Hightech-Wohnhäuser mal einrichten, oder? Verbot für starkes Verkehrsaufkommen ist nicht so gut. Dienstleistungen. Wasserverbrauch. Parks und Freizeitmöglichkeiten. Bildungsschub, würde ich sagen. Kostenloser Nahverkehr. Ah ja. Hm. 39.600 verdienen wir jetzt die Woche. Wir steigen auf 40.000 gleich. Jetzt haben wir 40.000 geknackt, Leute. Ich würde sagen, wir machen mal die Hightech-Wohnhäuser. Auch noch an. Das wird es jetzt zwar senken, unsere Einnahmen stark. Aber das erhöht natürlich den Bodenrichtwert immens. Boah, wie es jetzt hier pinkt überall. Smart Homes. Kann man schon brauchen. Vor allem, die sind dann alle glücklich. Alter, was geht denn hier jetzt ab? Boah, die zimmern hier die Hochhäuser jetzt hoch wie sonst was. Heieieiei. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Bing, bing, bing. Das klingt ja fast wie im Casino. Ist das nicht geil? Das klingt wirklich wie in einem Casino. Die Firma im Normalbetrieb. Die Kirschresidenz. Verbesserung im Gange. Oh, auf das letzte Ball. Bessern die aus. Die bauen hier alle aus jetzt. Ja, Smart Homes, Leute, wir sind in der Hightech-Stadt. Yeah, baut aus, was das Zeug hält. Yeah, yeah. Boah, aber die Häuser sehen auch cool aus. Hier sowas zum Beispiel, ne? Voll modern jetzt. Da auch hier. Oh. Boah, voll mit Glasfronten alles. Wir bauen hier gerade voll die Hightech-Stadt hoch. Hat uns, wie gesagt, einiges jetzt gekostet. Auch wieder dadurch, dass wir 9.000 ungefähr verlieren im Unterhalt. Aber wir durch die... In Unternehmer-Enthusiasmus, ja, haben wir immer noch über 30.000 Verdienst die Woche. Und das ist ja schon mehr als geil, das ist schon mehr als genug.
So, das ist dann schon eine coole Stadt, die wir hier haben. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie das mit dem Schiffsverkehr und so weiter funktioniert. Und ihr seht, ich baue eigentlich wenig Häuser immer. Also wir kommen relativ langsam voran in diesem Let's Play, aber ich möchte halt auch sicher vorankommen. Das ist halt was, worauf ich Wert lege. Das muss erstmal alles flüssig laufen und das muss passen und da das nächste Mal wollen wir dann noch die Verkehrsrouten für Buslinien und so weiter nachbessern, U-Bahnen und so weiter, dass der Verkehr möglichst weit reduziert wird. Und dass wir halt ohne Mods und so weiter hier gut auskommen. Und ihr seht hier, hier fahren fast kaum Autos rum. Ja, hier ein paar, da ein bisschen, klar, die arbeiten alle hier. Aber Verkehr konnten wir gut einschränken. Gut, hier oben ist noch ein bisschen was. Aber alles im grünen Bereich. Und ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle eine Aufnahmepause mit dem schönen Casino-Geräusch im Hintergrund. Und ja, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr es nicht schon getan habt, wie das mit dem Hafen funktioniert. Und was war es noch mit dem Hafen? Ach, unten mit dem Busdepot, genau, ob ich da mehrere brauche. Wäre ganz cool, wenn ihr da mal euer Fachwissen kundtun könntet. Ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Folge bei Let's Play Cities Skylines. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Und ich sollte nicht vergessen, hier meinen Spielstand mal zu speichern. Spiel speichern. Da überschreibe ich mal den aktuellen. Jawohl. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und noch einen schönen Abend euch. Ciao, ciao.